Liebe Schwestern und Brüder, mit ein wenig Abstand ist das immer interessant, einige Schübe und Entwicklungen, Wellen in der Kirchengeschichte zu beobachten. Hatten wir vor einigen Jahrzehnten noch die Welle, dass im allgemeinen kirchlichen Verstehen man überhaupt nichts mit dem Phänomen etwa wirklich streng kontemplativer Klöster anfangen konnte, geschweige denn mit Einsiedlern, so ändert sich das jetzt ein wenig. Diese Wallfahrtsorte, wie wir sie jetzt auch hier, nicht nur jetzt, sondern seit vielen Jahrhunderten im Saarland haben, etwa des Vendalinus, der der Stadt den Namen gibt, St. Wendel, das blüht und lebt wieder auf. Und dennoch muss man ein wenig Vorsicht walten lassen. Denn wenn man so manche Predigt hört, hat man den Eindruck, jetzt wird das, was das Einsiedlertum der Kirche seit fast 2000 Jahren will und meint, eingeordnet. Es wird sozusagen ein wenig mit Schmirgelpapier bearbeitet, damit es keine Kanten mehr hat. Und es wird genau eingeordnet in einen individualistischen Lebensentwurf, wie er heute doch propagiert wird. Einsiedler sein heißt dann, da macht einer sein Ding. Wie wir das Neudeutsch sagen. Wir können auch sagen, der hat seinen Weg gefunden, der verwirklicht sich selber. Und das ist wunderbar, da eckt man nicht an. Das ist halt sein Ding, aber nicht das eines anderen. Das, liebe Schwestern und Brüder, so zu denken, hat mit dem Einsiedler-Dasein, wenn es denn kirchlich ist, wenn es christlich ist, rein gar nichts zu tun. Vendalinus würde heftig den Kopf schütteln, wenn er das hörte. Weshalb sind Menschen aufgebrochen, auch hier in unserer Gegend, die sich ja immer für so christlich hält, die Wert darauf legt, unser Bistum, dass es ein altes römisches Bistum ist. Warum zieht es Menschen von den britischen Inseln, Vendalinus von Schottland wahrscheinlich, hierher? Es ist auch ein merkwürdiges Phänomen, das wir wenig bedenken, wenn es heute Stimmen gibt, die auf der einen Seite bei der Flüchtlingsproblematik vollkommen unkritisch sind und sagen, das ist das Evangelium, aber wenn es um Priester und Ordensleute geht, aus anderen Kontinenten sogar, die sich nicht scheuen, da nationalistische oder rassistische Töne anzuschlagen. Priester ist Priester. Eine Ordensschwester ist eine Ordensschwester in der katholischen Kirche. Wo die herstammt, aus welchem Land sie kommt, spielt eigentlich eine ganz sekundäre, wenn nicht gar tertiäre Rolle. Es ist ganz merkwürdig, wie unsere Kriterien verschoben sind. Aber damit wir die Christlichen wiedergewinnen, ist es vielleicht gut, wenn wir einem Einsiedler unserer Tage zuhören. Wenn du berufen bist, als Einsiedler zu leben und zu sterben, ist es für dich nicht nötig, in der Welt umherzuziehen, um die frohe Botschaft zu verkünden, nicht einmal in deiner Vorstellung. Mach das, was der Apostel in der Wüste tat. Er ist mehr als dein Vorbild. Er ist dein Führer, dein geistlicher Vater. Lies seine Briefe immer wieder. Sie zeigen dir den überfließenden Reichtum der Gnade Gottes, aufgrund dessen er in Christus Jesus gütig an uns handelte. Denn Paulus hatte es Gott anvertraut, den unergründlichen Reichtum Christi zu enthüllen. Was dir sicher fehlt, ist eine glühende Liebe zu Christus. Gib zu, wie wenig großzügig du bist. Du hast nur eine Möglichkeit, in der Wüste auszuharren, die keine menschlichen Freuden bietet und erfüllt ist von aufreibenden Schwierigkeiten. Du musst an Jesus Christus festhalten. All das überwinden wir, sagt der Apostel, durch den, der uns geliebt hat. Wir lieben die Wüste nicht um ihrer selbst willen. Man kann sich leicht durch ihre Alltäglichkeit entmutigen lassen. Ihr großer Wert für das geistliche Leben liegt darin, sich all der Dinge bewusst zu werden, an denen unser Herz hängt, sich mit seinem Willen davon zu lösen und sein Streben auf Höheres auszurichten, auf Gott. Dieser fesselt unser Herz mit neuen Banden an Christus, den einzigen Gefährten unserer Reise.